Ich denke, wir wollten heute den Klassenrat wählen. Wie Sie alle wissen, ist es an dieser Schule nicht Pflicht, ein Amt zu übernehmen oder einem Club beizutreten. Nein, das ist die falsche Stimme. Entschuldigung, Moment, mein Hals stirbt gerade so minimal. Was ist denn eigentlich? Lass mich mal ganz kurz. Was kann ich denn hier? Ah, hier kann ich... Okay, hier kann ich quasi speichern. Okay, das ist praktisch. Hier kann ich wahrscheinlich skippen. Ah, Klassenrat wählen. Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt... Gurr. Okasan hat nur Zeit für die Leichtathletikmannschaft. Und Pudding. Das ist gut. Was ist mit Ihnen, Shirogane? Törichte Frage. Ich habe bereits eine Position hier. Ach ja, richtig. Sie wurden bei Ihrer Aufnahme in die Schule ja Schülersprecher. Glatter Nepotismus. Wird hier denn gar nicht gewählt? In diese Schule zu gehen reicht mir vollkommen. Du musst dich ganz allein um deine Mutter kümmern und so. Ha, was ich wohl machen sollte? Ich mach mit... Oh, wir können auswählen. Oh, wir können auswählen. Ich mach mit beim Schülerrat, beim Leichtathletikteam oder beim Bibliothekspersonal. Ich würde ja gern allein wegen der Pudding-Geschichte beim Leichtathletikteam mitmachen. Bibliothekspersonal kenne ich mich leider nicht aus und Schülerrat... Oder komm, wir machen mal den Schülerrat. Einfach um das mal... Jetzt hätten wir alle, nicht wahr? Viel Spaß! Also wir haben uns jetzt selbst einfach in den Schülerrat erhoben. Seh ich das richtig? Heute ist Wahlfachtag, was soll ich machen? Ich wähle... Mathematik, Sport oder Musik? Mathematik schon mal auf jeden Fall nicht. Sport oder Musik? Wissen als... guck mal, wir haben da rechts oben Werte. Sehr cool. Sport oder Musik? Mich interessiert persönlich Musik mehr, aber bei Sport habe ich wieder Hoffnung auf die Pudding-Sache. Ich würde gern... Na komm, wir machen mal Musik. Das erhöht den Wiederspielwert. Wir haben gezwitschert wie Nachtigallen. Es war ganz schön anstrengend, aber gemeinsam zu singen macht Spaß. Leere Textbox. Hyoko ist aufgestiegen. Charisma erhöht um 5. Hooray. Ich war ziemlich sicher, dass ich da rein wollte, aber was genau macht dein Schülerrat doch gleich? Wir haben die Abstimmung übersprungen und ich glaube, nur Sakuya und ich sind beteiligt. Oh, auf jeden Fall hat er eine Ratssitzung einberufen, also gehe ich zum Schülerratskonferenzraum. Der Schülerratskonferenzraum ist auch ein sehr deutsches Wort. Sieht ja aus wie das Büro eines Firmenchefs. Selbstverständlich, glaubst du, ich gäbe mich mit weniger zufrieden? Hallo Sakuya, also alles erledigt? Dieser Raum war unglaublich schmutzig, eher was für Dreckspatzen als für uns. Was für ein Großkotz. Hast du dich schon entschieden, welches Amt du übernimmst? Ich darf mir das selbst aussuchen? Wer soll es denn selbst sonst für dich aussuchen? Blöde Japaner. Bist du nicht auch Japaner, Sakuya? Beleidige mich nicht, ich bin Franzose. Ach, deswegen auch weiß, der Nationalflagge nachempfunden. Ein adliger französischer Vogel. Klingt appetitlich. Ja, Brathähnchen. Ich schätze, dann muss ich mir jetzt ein Amt aussuchen. Ich glaube, ich wäre gerne... Sakuyas Stellvertreterin, die Schatzmeisterin oder die Schriftführerin. Komm, wir gehen mal für die Stellvertreterin. Du willst also mein rechter Flügel werden. Ha, du hast Nerven, das gefällt mir. Ich glaube, ich wurde gerade seine Partnerin. Mein Gott, der sieht ja jetzt richtig zufrieden aus. Und so wurde ich stellvertretende Sprecherin des Schülerrats. Ah, zu Hause zu sitzen ist so entspannt. Oh, morgen ist ja Wandertag. Muss ich etwas vorbereiten? Wir gehen nicht weit, es ist also nicht unbedingt nötig. Gesund zu leben ist das Wichtigste. Ich werde jetzt ein paar Udon-Nudeln essen und schlafen gehen. Heute ist Wandertag. Wir machen gerade Rast auf einem Hügel. Mit wem unterhalte ich mich denn mal? Ich rede mit... Oh. Oh, Pudding-Geschichte, oder? Also eigentlich am sozialsten wäre es natürlich mit Ryuta. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch praktisch mit Sakuya, die Verbindung ein bisschen... zu stärken, weil wir ja jetzt Partner sind quasi.
Aber ich will die Pudding-Geschichte. Sakuya wäre wahrscheinlich am besten, aber wahrscheinlich kommt da wieder irgendwas total Abweisendes. Komm, wir reden mal. Wir reden mal mit Oko-san. Wo ist Oko-san eigentlich hin? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir ihn alt gemacht haben. Gurr, gurr. Er ist nicht da. Der Pudding ist nicht da. Ah. Er ist weg. Hattest du ihn zum Mittagessen eingepackt? Gurr. Nein, Oko-san glaubte, dass man auf Wanderungen wunderbaren Pudding findet. Gibt es denn Pudding, der in den Bergen lebt? Gurr. Oko-san wird jetzt anderswo nach dem Pudding suchen. Zwoom. Und weg ist er. Was für eine Art Pudding sucht er denn überhaupt? Heute ist Wahlfachtag. Was soll ich machen? Ich wähle Mathematik, Sport, Musik. Wahrscheinlich erhöht Mathematik dann unser Wissen um eins, Sport unsere Vitalität und Musik unser Charisma. Ich gehe mal auf Charisma. Wir treiben jetzt unser Charisma und dann kriegen wir alle Chicks. Habe ich recht, weil Vögel. Ja! Heute ist Musikgeschichte dran. Ich kenne auch eine Musikgeschichte. Er begrüßte sie Beethöflich, dann nahm er sie mozärtlich beim Händel und führte sie an den Bach. Warum? Warum? Warum tue ich mir das hier an? Ich frage mich, wie sich diese Perücken angefühlt haben. Die Musiker sehen aus, als hätten sie Schneehühner auf den Köpfen. Willst du die großen Meister verhöhnen, du plebejische Philisterin? Hiyoka ist aufgestiegen. Charisma erhöht sich um 5. Ich nehme an, sie sind sich dessen voll bewusst, aber das Sportfest steht praktisch vor der Tür. Bitte überlegen sie sich, was sie tun möchten. Schon Zeit fürs Sportfest? Wenn es im Herbst wäre, gäbe es Konflikte mit dem Kulturfest. Deshalb war es schon immer im Mai. Was willst du machen, Ryuta? Ich habe mich noch nicht entschieden. Was willst du machen, Ryuta? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wahrscheinlich Dreibeinrennen. Irgendwer muss sich opfern. Gurr! Oko-san macht den Marathon. Ja, das tut er. Du bist auch sehr ausdauernd, Oko-san. Was ist mit dir, Sakuya? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich an einem Rennen teilnehme, oder? Es ist ein Sportfest. Gibt es eine Disziplin, bei der man nicht rennen muss? Wie wär's denn mit Cheerleader? Ein Leader ist immer ein Anführer. Sehr gut. Das könnt ihr mir überlassen. Ich glaube, das ist nicht... Nach egal. Das Erste-Hilfe-Team ist auch immer unterbesetzt. Sie könnten sicher Hilfe brauchen, falls noch jemand unentschlossen ist. Das war alles für heute. Ryuta nimmt an Dreibeinrennen teil, Oko-san macht Marathon und Sakuya ist Cheerleader. Yuya könnte das Erste-Hilfe-Zelt leiten. Was mache ich denn mal? Ich muss drüber nachdenken. Sport! Fest! Sport! Fest! Heute ist das Sportfest! Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich tun soll. Ich mache mit... beim Cheerleading. In der Bibliothek? Warum war Bibliothek überhaupt eine Option? Heute ist Sportfest. Ich glaube, ich gehe ein Buch über Sportwissenschaften lesen. In der Bibliothek. Um unsere Cheerleader hat sich ein ziemlicher Schwarm versammelt. Ich sehe Sakuya und... eine Blaskapelle? Etwas übertrieben. Ich glaube, ich habe schon mal etwas Ähnliches gesehen. Beim Wachwechsel am Buckingham Palace. Da bist du. Du lässt dich ja nicht lumpen, wie ich sehe. Natürlich nicht, nur das Beste, wie es sich für einen Lebel gehört. War Lebel nicht der eine aus Pokémon? Ja, war er, der eine vom Geheimdienst. Maestro, wir wären soweit, Maestro. Wir warten auf Ihren Befehl, Maestro. Also gut, fangt an. Und die Kapelle begann zu spielen. Mir fehlen da noch die Becken. Ah, da war gerade ein Becken im Hintergrund, aber es muss lauter sein, so wusch, 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 wusch. Wo hat er die denn her? Sehen alle aus wie Profis. Sollten Cheerleader denn nicht Schüler sein? Du da, mach mit. Okay. Ich soll anscheinend die Becken... Ja, Becken! Woo!
einmal daneben gehauen und die ganze Schule lacht über mich. Hilfe! Sakuya sieht schrecklich plotzig aus beim, protzig aus beim Dirigieren. Ist das der Stil derer von und zu Lebel? Und hat es jetzt mit den Beckenspielen geklappt? Ich habe trotzdem kein Becken rausgehört. Goddammit! Das erste Hindernis für alle Schüler, die es bis hierhin schaffen, die Zwischenprüfung. Heute erfahren wir die Ergebnisse. Ah, ich glaube, ich war nicht so gut. Tosaka. Ja? Sie waren gar nicht so schlecht. Ja? Gar nicht so? Nein, tut mir leid. Sie waren schlecht. Nein! Geben Sie sich nächstes Mal mehr Mühe, ja? Ich habe Herrn Nanaki enttäuscht. Von jetzt an muss ich mehr lernen. Vielleicht hätte ich nicht in Musik, sondern in Mathematik gehen sollen, mindestens einmal. Aber Charisma ist natürlich auch was sehr Wichtiges. Gerade, falls er sich die Option für die Zukunft offen halten wollen würde, Let's Plays zu machen. Ihr wisst Bescheid. Jetzt, wo das Fest und die Zwischenprüfung hinter uns liegen, gibt es nur noch eins, auf das man sich freuen kann. Die Hitze des Sommers. Tauben riechen irgendwie komisch, wenn es so feucht ist. Von dem Lehrerzimmer sehe ich eine Gruppe Vögel. Vögel an einer Schule für Vögel. Wie wahnsinnig ungewöhnlich. Was machen die denn da? Oh, da ist Yuya. Yuya, was ist los? Salut, Hiyoko. Wie habe ich den gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Brian hat seinen 7. Pulitzerpreis gewonnen. Er deutet auf einen Zeitungsausschnitt an der Pinnwand des Lehrerzimmers. Da steht, Brian, die erste intelligente Taube, erneut preisgekrönt. Brian? Sag bloß nicht, du weißt nicht, wer er ist. Ich glaube, den Namen habe ich schon gehört, aber... Er ist der berühmteste Blogger der Welt. Er begann schon damit, als es kaum Intelligenz in der Vogelwelt gab. Er schreibt wirklich gut und erkenntnisreich. Er war derjenige, der vorschlug, die Olympiade der Tauben Taubiade zu nennen. So ein Genie! Und da er extrem einflussreich ist, wurde der Name sofort übernommen. Warum googelst du ihn nicht gleich mal, Mon Ami? Gib einfach Brian Pigeon ein. Freunde, macht das mal. Macht das mal. Davon habe ich nämlich gehört, dass da extra für dieses Spiel voll umfangreich was im Internet aufgebaut wurde. Mit Twitter-Account und eigener Website und allem. Okay. Okay. Oh, die Mittagspause ist fast um. Adieu, Hiyoko. Ich muss schnell wieder zurück zum Unterricht. Hallo, Leute. Hä? In der Mitte des Raums ist ein Stapel aus umgekippten Tischen. Ryuta liegt umgekippt daneben. Gefieder unten, Seiten und Bäuche von Felsentauben sind hell und wenn sie auf dem Rücken liegen, sehen sie ziemlich anders aus. Ich meine, hey, Moment mal, was ist denn hier los? Oka-san und Sakuya kämpfen. Nein, nicht Oka-san. Ich schaue hin und sehe, wie sich beide in der Ecke an die Gurgel gehen. Ich glaube, wir haben es hier mit einem kleinen diplomatischen Zwischenfall zu tun. Was ist passiert, Ryuta? Sakuya hat sich über Oko-san lustig gemacht. Er nannte ihn törichte Kuckucksbrut, die nur an imaginären Pudding denkt und sagte, er schäme sich, mit ihm in einer Klasse zu sein. Wie furchtbar! Ich meine, Oko-san ist natürlich ein Spinner und meist habe... Das ist jetzt aber nicht nett! Das ist jetzt aber nicht nett! Nur weil er Pudding mag. Ich mag auch Pudding. Bin ich deswegen ein Spinner? Ich glaube, nein. Ich meine, Oko-san ist natürlich ein Spinner und meist habe ich keine Ahnung, was er sagt, aber Pudding liebt er wirklich. Na, wie dem auch sei, Oko-san ist ihm praktisch an die Gurgel gesprungen und... Du hast versucht, die Streithände zu trennen und da hat Oko-san seinen Schwingenangriff gebracht. Schwingenangriff! Yep, und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, Hiyoko. Gurugoro Oko-san lässt nicht zu, dass man sich über Pudding lustig macht und über ihn. Du wirst dich entschuldigen. Du willst, dass ich mein Wort zurücknehme? Niemals. Kuckucksbrut, wie du hat nicht einmal das Recht, mit mir zu sprechen. Gurugoro Oko-san ist keine Kuckucksbrut. Der Kampf tobt weiter und Ryutas Opfer scheint vergebens gewesen zu sein. Ich werde beide ausschimpfen. Definitiv. Oko-san, beruhige dich. Gurre, Oko-san soll sich beruhigen, nachdem man ihn so beleidigt hat? Na, Kuckucksbrut,
Na, Kuckucksbrut, Tosaka ist auf meiner Seite. Du auch, Sakuya! Du hast dich unreif benommen. Was? Hört auf zu kämpfen, ihr zwei! Nehmt das für Ryuta! Ich packe sie beide und schleudere sie durch das Fenster in den Hof. Bleibt da draußen, denkt darüber nach, was ihr angestellt habt, großer Gockel! Richtig so. Hätte ich genauso gemacht. Hm, heute ist ein guter Tag. Ich habe das Gefühl, ich leuchte förmlich. Könnte aber auch damit zusammenhängen, dass in der Nähe ein Atomkraftwerk hochgegangen ist. Was soll ich denn heute während der Pause machen? Ich gehe in... Habe ich Bibliothek als Auswahl? Dann würde ich das nämlich machen. Laden, Cafeteria, Krankenstation. Muss auch gleich ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Mein Hals ist so wahnsinnig trocken, dann hole ich mir was zu trinken. Da warte ich aber, bis ich das Menü wieder aufrufen kann. Ich gehe... ich gehe mal in die Cafeteria. Oder Cafeteria, wie manche Leute sagen. Ich glaube, ich esse mal in der Cafeteria. Und ich mache mal ganz kurz das Menü auf und mache hier an der Stelle einen ganz kurzen Schnitt. Bis gleich. So, das ging doch schneller als gedacht. Ich glaube, ich esse heute mal in der Cafeteria oder Cafeteria oder wie auch immer. Verzeihung, einmal halbtot gebratenen Reis, bitte. Lecker, mein Lieblingsessen. Kurr, nein, Betrug, der ist nicht echt, eine Fälschung, eine bösartige Lüge. Lass mich raten, es geht um den Pudding? Eine nur allzu vertraute Stimme. Kurr, das ist kein Pudding. Ich weiß, das hast du schon gesagt, also komm, lass uns draußen essen. Wir können hier drin wirklich keinen Aufstand machen. Was ist denn los? Als könnte ich das nicht auf einen Blick sehen. San hat den Pudding hier gesehen und ist durchgedreht. Ich konnte verhindern, dass er zu randalieren anfing, aber aua. Hör mit dem Mist auf, Oko-san. Kurr, lass mich sofort los. Meine Zornstärke steigt immer weiter an. Schwing in Angriff. Hilf mir, Yoko. Überlass das mir. Überlass das mir, Ryuta. Mein Jäger- und Sammlerblut kocht. Kurr, nein, die Königin der Monster offenbart ihre wahre Natur. Abdrehen, abdrehen. Mayday, Mayday. Oko-san rast aus der Cafeteria wie ein Kaninchen, das von einem Katapult geschleudert wird. Ah, endlich gerettet. Danke, Yoko. Warum mache ich das nochmal? Kein Problem, ich habe ja nichts weiter getan, als ihn anzubrüllen. Offenbar hat das gereicht. Jetzt können wir in Ruhe essen, ohne Angst vor einer Katastrophe. Ah, da war ein Punkt, glaube ich. Ich dachte, jetzt kommt Plot-Twist-Katastrophe. Heute ist Wahlfachtag. Dann machen wir heute mal Mathematik, oder? Komm, dann machen wir heute mal Mathematik. Mathematik. Ich frage mich immer, wofür die Mathematik, die wir hier lernen, gut ist. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr so... Ihr seid im Supermarkt und ihr steht vor den Tomaten. Und dann denkt ihr euch so, Mann! Jetzt F' von X ableiten. Das wäre jetzt was. Kurr. Und jetzt können wir eine Linie ziehen, die senkrecht zu... halten wir heute Mathematikunterricht oder Mittagsschlaf? War bei uns in der Schule immer dasselbe. Also Mathematikunterricht war entweder Zeit zum Frühstücken oder Zeit für den Mittagsschlaf. Hyoko ist aufgestiegen, Wissen erhöht um 5. Das heißt, wir haben jetzt ein Wissen von 6 und nicht nur von 1. Heute ist das Tanabata-Fest. Bestimmt steht auch dieses Jahr ein Bambusbaum auf dem Platz. Ich glaube, ich gehe mir etwas wünschen.